Ja, hier haben wir noch ein weiteres Objekt. Auch ein ehemaliges Munitionsdepot, das Munitionsdepot in Ried. Was man hier so im Hintergrund hört, ist ein Windrad, was hier 2020 hier reingebaut wurde. Eigentlich die übliche Bauweise. Hier sind es relativ kleine Munitionsbunker, die im Wald verteilt sind. Das Besondere an dieser Anlage ist, hier gibt es auch ein, oder gab es auch ein Spritdepot. Die Anlage ist wie eine 8 gebaut, also praktisch zwei so Bollen. Auf der einen Seite das Munitionsdepot hier und auf der anderen Seite das Spritdepot, wobei die Tanks alle im Boden vergraben sind. Da sieht man eigentlich nur stinknormale Blechgebäude oben drüber und da kann man nicht viel sehen.